Hallo Freunde, heute kommt mein kleines Video zur Beleuchtung. Und zwar ist mir einfach aufgefallen in letzter Zeit, dass ich sehr wenig Licht in der Küche habe. Und da werden diese kleinen Spots mir Aushilfe schaffen. Und zwar werden die hier oben in mein kleines Regal kommen. Und ich möchte das natürlich wieder über die Fernbedienung steuern. Also das heißt, ein bisschen Kabel verlegen, Ausschnitte für die Dinger hier bohren. Aber ansonsten werdet ihr jetzt alles im Folgenden sehen. Also viel Spaß. Und zusätzlich möchte ich mir dieses kleine Teil hier einbauen. Da haben wir einmal eine 12-Volt-Steckdose, schön zwei USB-Anschlüsse und einen Voltmeter noch dran. Die möchte ich schaltbar machen, damit das Ganze nicht die ganze Zeit läuft. Und alles, was ich heute hier einbaue, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also auf geht's. To come in waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt die beiden Adapter sozusagen von den Netzteilen abgeschnitten und habe da einfach meine Klemmen dran gemacht und so kann ich die jetzt schön an meine Spots befestigen, ohne dass ich da irgendwie was abschneiden muss bei den Spots, weil das Kabel eh schon so kurz ist. Ja, weiter geht's. Jetzt noch eben vorne anschließen und dann hoffen wir, dass das Ganze funktioniert. Nur noch alles verkabeln und dann ist das Ganze auch schon fertig. Dazu möchte ich jetzt auch mal eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, hier ist jetzt die Zuleitung. Hier ist quasi der erste Schalter, der zweite Schalter und der dritte Schalter. Das ist meine Zuleitung. Und von den Schaltern gehen wir dann einfach direkt weiter zu den Bedienelementen oder halt Steckdosen, wie auch immer. Wichtig ist natürlich noch, die Kontakte zu isolieren, weil ich dahinter, beziehungsweise dahinter ist zwar Armaflex, aber falls es irgendwie gegen die Karosse kommt, wäre das natürlich ganz schlecht. Ja, haben wir heute wieder erfolgreich zwei Sachen geschafft. Hier jetzt noch einmal der kleine Test, und zwar die kleine Fernbedienung hier, die ich immer zum Schalten benutze. Wenn ich jetzt die 3 hier drauf drücke, dann gehen die Spots da oben an. Ich finde es richtig geil, es sieht richtig, richtig gut aus. Auf dem Bild sieht es jetzt natürlich so ein bisschen semi aus, weil es ist natürlich hell draußen. Es ist ein warmweißes Licht, das heißt, es scheint richtig schön. Und ausmachen können wir das Ganze natürlich auch wieder über die Fernbedienung. Und ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Gebt gerne mal einen Daumen dafür nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut rein!